So, willkommen zurück zu Let's Play Heavy Rain. Ja, wir sind jetzt hier in diesem komischen Apartment, nachdem wir uns rausgeschlichen haben aus unserem alten, und schauen mal, was es hier so gibt. Ah ja, wir haben zwischendrin waren wir noch am Bahnhof und haben einen Pappkarton aus dem Schließfach geholt. Das ist dieser da. Den schauen wir uns das mal genau an. So, was ist denn da drin? Wahrscheinlich Origami-Figuren, so wie bei dem Typen, den wir vorher. Ah, eine Pistole, ein USB oder so ein Flash-Speicher, ein Handy und Origami-Figuren. Fangen wir mal mit der 1 an. Sind Sie bereit, Mut zu zeigen und Ihren Sohn zu retten? Joes Werkstatt und Parkplatz 4988 Roosevelt Avenue, Lexington. Okay. Dann haben wir hier noch das Handy. Und ein Stick. Lädt. Okay. Hilfe! Dad! Schon! Wo bist du? Mir ist so kalt! Dad! Dad! Wie weit würden Sie gehen, um jemanden zu retten, den Sie lieben? Bis zum bitteren Ende. 5 Origami-Figuren. Jede Figur ist eine Prüfung. Jede Prüfung liefert Buchstaben. Die Buchstaben offenbaren eine Adresse. Verstecken wir es hier unten. So. Und jetzt zu dieser Lexington irgendwas. Okay, jetzt bin ich wieder der FBI-Agent. Der Mörder ist Mittwoch. weiß, zwischen 30 und 45. Er handelt nicht spontan, sondern plant seine Taten sehr akribisch. Er hat nichts gegen die Opfer persönlich. Er bedeckt die Gesichter mit Schlamm, so sind sie anonym. Und warum bringt er sie um, wenn er nichts gegen sie hat? Sie sind für ihn nur Abbilder, Symbole. Er gibt ihnen wohl deswegen eine Origami-Figur und eine Orchidee als Geschenk. Eine Art Entschuldigung für das Verbrechen. Interessant. Und was bringt uns das? Ruhig. Für die Verfolgung eines Täters muss man sein Verhalten kennen. Sowas gibt es vielleicht im Fernsehen, aber hier geht es um ein Menschenleben. Weiter, Jaden. Geoprüfung. Dann habe ich mir die geografische Lage der Fundorte angesehen. Den ersten Mord verüben Täter meist in der Nähe des Wohnorts, um bei Problemen einen sicheren Rückzugsort zu haben. Gewinnt der Täter mehr Sicherheit, bewegt er sich auch weiter weg. Ich habe die Orte, an denen die Opfer entführt wurden, genau analysiert und einen möglichen Wohnbereich des Täters eingegrenzt. Und wie groß ist dieser Bereich? Im Moment 10 Quadratmeilen. Oh, gut. Da leben ja nur ungefähr 10.000 Leute. Wollen Sie sie einzeln vernehmen? Ruhig. Je mehr Hinweise, desto kleiner wird der Bereich. Wir können ihn mit den Verdächtigen abgleichen und so den Mörder ermitteln. Ein Detail ist mir besonders aufgefallen. Die Zeitspanne zwischen dem Verschwinden des Opfers und dem Auffinden der Leiche beträgt 3 bis 5 Tage.
Es fallen immer 15 cm Niederschlag, plus minus 10%. Und was soll das heißen? Alle Opfer ertrinken in Regenwasser. Der Mörder tötet nur im Herbst, da regnet es viel. Vielleicht steckt er sie in eine Art Brunnen oder Tank, der oben offen ist und Regen reinlässt. Je mehr es regnet, desto schneller sterben die Opfer. Und wie geht's weiter? Die Profile von zwei Verdächtigen könnten passen, auch bezüglich des Aktionsradius. Ich möchte sie befragen. Oh Mann, das ist reine Zeitverschwendung. Der Killer läuft frei herum und wir sollten zusehen, dass wir ihn finden. Der Killer ist kein gewöhnlicher Mörder. Intelligent, organisiert und methodisch. Sie werden ihn wohl kaum beim Streifefahren finden. Sagen Sie mir, Agent Jaden, haben Sie Ihren riesigen Erfahrungsschatz aus der Praxis oder nur aus verdammten Schulbüchern? Ihr riesiger Erfahrungsschatz hat die 8 Opfer nicht davor bewahrt, ermordet zu werden. Blöder Wichser! Ich dachte, ich bin jetzt gerade beruhigt. Sie sagten, 15 cm Niederschlag tötet die Opfer. Wie viel Zeit haben wir noch? Wenn der Wetterbericht stimmt, keine 72 Stunden. So, klopfen wir mal an. Ganz vorsichtig. Niemand da, wir können keiner gehen. Da. Das war reine Zeitverschwendung. Wir sollten trotzdem mal einen Blick riskieren. Es ist keiner da. Jetzt schon. Kann mir nicht vorstellen, dass das legal ist. Aber es ist egal. Und wenn schon? Okay, creepy. Dieser Nathaniel Williams ist wohl ein Mann Gottes. Ein gottesfürchtiger Idiot, der auf das Ende der Welt wartet. Wir haben ihn vor ein paar Monaten wegen Ruhestörung im Park schon einmal verhört. Er ist total ausgerastet. Sagt, er hört Stimmen. Aha. Glaubt in seinem kranken Kopf, dass ich der Antichrist bin und ihn hier auf der Erde verfolge. Was für ein Spinner. Da will ich rein. Da ist ein Rucksack. Ne, ist in der Tasche. Okay, was haben wir hier? Noch mehr Pillen. Es ist stickig hier. Die Fenster sind seit Jahren nicht geöffnet worden. Er nimmt eine Auszeit von der Wirklichkeit, verkriecht sich in der abgedrehten Wohnung. Alle Anzeichen einer mystisch-obsessiven Neurose kombiniert mit Verfolgungswahn. Oh, da kommt jemand. Gutes Timing, Nathaniel. Genau der, den wir suchen. Engel und Himmelswächter, schützt uns. Agent Norman Jaden, FBI. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Gott ist mein Zeuge. Ich habe nichts getan. Ich will mit uns reden. Ruhig bleiben. Niemand wirft Ihnen etwas vor. Wir wollen nur reden. Arbeiten Sie, Nathaniel? Haben Sie einen Job? Meine einzige Arbeit ist das Gebet zum barmherzigen Gott für die Erlösung der Menschheit.
Kreuze ist... Nathaniel, wissen Sie noch, wo Sie letzten Dienstag um 16.30 Uhr waren? Hier. Ich war hier, betend. Den ganzen Tag. War jemand bei Ihnen? Nein. Nein, ich war allein. Warum all diese Kreuze? Fürchten Sie etwas? Die Stunde ist nah. Der Zorn Gottes kommt über die ganze Menschheit. Ich warte auf das Ende der Welt. Und die Stimmen, Nathaniel. Hören Sie die Stimmen immer noch? Wir wissen, wer zu Ihnen spricht, nicht wahr? Wir beide wissen das genau. Nicht den Namen sagen. Was sagt er Ihnen, Nathaniel? Ich muss etwas tun. Ich kann es nicht sagen. Wir dürfen nicht reden. Blake, was soll das? Er will neue Opfer von Ihnen, nicht wahr? Er will mehr. Immer das mehr, reicht. Nicht wahr? Lassen Sie ihn in Ruhe. Nein. Nein. Hören Sie auf. Er wird kommen. Scheiße, Blake ist komplett irre. Ich kann nicht untätig rumstehen. Reden Sie die ganze Nacht lang. Sie wollten nur, dass Sie aufhören. Nicht wahr, Nathaniel? Stopp. Vielleicht weiß Blake ja doch, was er tut. Sie gehorchten, damit sie... Ich halte mich lieber zurück und lass Blake machen. War es nicht so? Lass mal den machen. Nein! Stopp! Stopp! Sie haben sie umgebracht! Gestehen Sie endlich, Sie Dreckschwein! Sie sind der Antichrist. Waffe runter, ich werde sie zurück in die Hölle schicken. Er ist Satans Sohn. Er soll uns alle vernichten. Herr Gott, noch mal. Los! Ich habe ihn erschossen. Yep. Sieht so aus. Wirklich schade. Los. Das ist ein Drecksau. Ein Fehltritt. Super, dafür kriege ich immerhin eine Trophy. Jetzt hier eigentlich. Asthma? Kein Asthma im Moment. Wunderbar. Der Inhalator ist in der Tasche für alle Fälle. Susan Bowles, Mutter des letzten Opfers des Origami-Killers. Sie könnte etwas über die näheren Umstände zum Tod ihres Sohnes wissen. Und Wunde. Die Scheißwunde tut immer noch weh. Ich sollte eine Weile Ärger vermeiden. Hallo? Mrs. Bowles? Jemand da? So, was ist das für ein Brief, der da unten liegt? Oh, verdammt. Jetzt bin ich Daddy. Moment. Guck mal, vielleicht lebt die ja noch. Wenn die sich umbringt. Frauen bringen sich ja normalerweise mit Tabletten oder Pulsadern
da irgendwas, was schneller geht. Mrs. Bowles, sind Sie da? Und nochmal. Aufwachen, aufwachen, aufwachen! Mrs. Bowles! Hat Mrs. Bowles noch einen Puls? Aufwachen! Aufwachen! Ja, sie atmet nur zumindest noch. Na bitte. So, jetzt erstmal ins Bett legen. Ins Bett kann ich sie nicht legen. Durch die Tür komme ich auch nicht. Toll, was mache ich jetzt mit der? Habe ich die? Super. Ah, da kann ich sie hinlegen. Ich rufe den Notarzt. Nein, ist zu spät. Ich will nicht ins Krankenhaus, bitte. Okay. Haben Sie was zum Verbinden da? Ja, ich glaube schon. Okay, nicht bewegen. Bin sofort da. So, gucken wir erstmal im Badezimmer. Badezimmer sind immer gute. Jetzt wäscht er sich erst die Hände, ich glaub's nicht. Da, hier. Mal sehen, ich brauch das. Und das. Und das. So, raus da. Das Laufen ist echt eine Katastrophe in dem Spiel. So, hier. Okay. Wach bleiben. Bleiben Sie wach, Susan. Susan, hören Sie mich? Susan, bleiben Sie wach? Können Sie mich hören? Wach bleiben. Okay. Ja, gut. Sie tut wieder sowas. Okay, alles wird gut. Ich bin da, Susan. Wackel, 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 wackel. Okay, halb, Viertelkreis. Nochmal, anderen Aufkleber. Mehr kann ich nicht tun. Das sollte reichen. Zum Glück sind die Wunden nicht tief. Hey, wie geht es Ihnen? Okay. Mein Baby. Das hättest du dir vorher überlegen sollen. Mich. Gut. Sie bleiben da. Ich schau nach dem Baby. Okay? So. Können Sie das? Mit dem Baby? Nehmt ihr mal die Schere da weg. Ich bin Detektiv. Ich kann alles. Danke. Sie heißt Emily. Emily, okay. Hier kommt Big Daddy. Da. Emily. Mami überlebt fürs Erste. Jetzt kommt der Nachwuchs dran. Ach. Hände waschen. Was ist? So, da. Hände waschen. Kann ich die Flasche auch gleich mitnehmen, wenn ich hier schon stehe? Nein, die kann ich wahrscheinlich erst nehmen, wenn das Baby sie braucht. So, komm her, Emily. Hallo, Emily. So, was haben wir denn für ein Problem, hm? Oh, ich glaube... Ich weiß, was. Gott sei Dank gibt's noch keine Geruchsvideospiele. Baby. Okay. Wie ging das nochmal? PR1. Hier lernt man was fürs Leben. Windel wechseln durch R1 halten. Okay, weiter. Jetzt die Windel drunter. Dreieck. Kreis. Ups, jetzt brauchen wir schon vier Finder. Achso. Na bitte, alles wieder frisch.
Das ist besser. Stimmt's, Emily? Hey, was ist los? Wir hatten das doch. Emily hat Durst. Guck, fragen wir mal. Intuition. Na klar. Jetzt weiß ich, warum du schreist, kleines Zimtsternchen. Mutter Shelby eilt zur Hilfe. Ich mach das Ding mal lieber warm. Ah, fertig. Das muss man jetzt eigentlich auf die Augenlider spritzen, da weiß man, ob es nicht zu heiß ist oder zu kalt. Also, nee, kann überlegen. Oh, Emily, hast du Hunger? Hm? Warte. Ich halte das Fläschchen ein bisschen schräger, dann kannst du trinken. Okay. Gluck, 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 gluck. Ein Säufer wird das. Alles auf einmal. Jetzt lass noch ein. Ah, sehr gut, Emily. Hm? Geht's dir jetzt gut, ja? Ja? So. Ich werde dich jetzt ein bisschen hin und her wiegen und du kannst ein schönes Nickerchen machen, okay? So, okay. Ganz langsam und zurück und langsam und wieder und langsam und so hin und her, hin und her. Jetzt ganz langsam Bettchen und ja, nicht fallen lassen. So, wir sollten mal nach Mama gucken, nicht, dass sie sich wieder umgebracht hat. Leben uns da cool. Danke für die Hilfe mit dem Baby. Ich wollte sie nicht verlassen. Setzen wir uns mal zu der. Ich konnte einfach nicht mehr. Red dich einfach aus. Nur ohne Jeremy hier. Er war so ein guter Junge. Ich verstehe nicht, wie man ihm wehtun konnte. Kümmern Sie sich denn ganz allein um das Kind? Lebt Jeremys Vater nicht mehr bei Ihnen? Er verschwand. Ein Tag nach Jeremy. Dann ist die Frage, woher kommt denn Amy? Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Vielleicht hat er es nicht verkraftet. Seitdem kümmere ich mich alleine um Emily. Ich konnte es nicht mehr. Verstehe. Hat Ihr Mann noch etwas gesagt, bevor er ging? Hat er eine Nachricht hinterlassen? Nein. Er sagte kein Wort, als er ging. Da war dieses Handy. Ein Handy? Ja, ich fand ein Handy in seiner Kommode. Es war sicher nicht seins, ich hab's nie vorher gesehen. Ich wollte es einschalten, aber es ging nicht. Haben Sie es noch? Es ist in der Schublade. Okay. Im Wohnzimmer. Sie können es haben, wenn Sie wollen. Sie können sicher mehr damit anfangen als Schublade. Ich. Haben Sie Familie oder jemand, der Ihnen hilft? Ja, meine Mutter. Ich wollte sie um nichts mehr bitten.
Wir kommen nicht gut klar. Handy kann ich nicht holen, schade. Aber ich habe wohl keine Wahl. Dran. Passen Sie auf sich auf. Und auf Emily. Mache ich. Versprochen. So. Dann holen wir jetzt das Handy. Handy, Handy. Wo ist das Handy? Da, Schublade. Ach so, ein Nokia-Handy. Und nochmal nach Emily. Viel Glück, Emily. Pass auf deine Mama auf. So, und dann gehen wir nach Hause. Ah, okay, jetzt kommen da so neue Bewegungsmuster dazu, dass wir jetzt auch noch die Controller so in die eine Richtung schwenken müssen oder in die oder so. Ja, dem. Ah, ich bin ein Babymeister. Schön. City Garage, Central Hire Service, okay. Hallo, Chef? Hast du mein Kind entführt? Entschuldigen Sie? Hey! Sorry, war beschäftigt. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich möchte mein Auto. Hey, Sie haben vielleicht keine Geduld. Das Auto ist seit 2 Jahren hier. Sind jeden Monat mal gefahren, haben Reifen und Batterie gecheckt, genau wie Sie es gesagt haben. Hier. Drittes Tiefgeschoss. Den Fahrstuhl finden Sie am Ende der Bank. Einen schönen Tag noch, Meister. Drittes Tiefgeschoss. Ah, dahin. So, gucken wir erstmal nach links. Ganz so weit. So, da. Da ist nichts drin.
Schauen wir nach rechts. Schauen wir nach links. Ganz nach links. Auch nichts. Schauen wir mal ganz rechts. Ganz nach links meine ich. Okay, was ist das? Eine Box. Ein Navi. Ihr Ziel liegt 4 Meilen entfernt. Hinter dem Parkplatz die erste rechts abbiegen. Okay, machen wir das. Was für ein Sound für ein Auto. Gut, dass es eine Automatik ist. So. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Haben Sie genug Mut, Ihren Sohn zu retten? Hören Sie genau zu. Fahren Sie auf dem Highway 5 Meilen gegen die Fahrtrichtung. Wenn Sie in 5 Minuten das Ziel nicht erreicht haben, haben Sie versagt. Okay, Hoffnung. Wenn ich es schaffe, habe ich mehr Buchstaben für das Rätsel. Eine einzige Spur. Es gibt kein Zurück. Okay, Sean. Ich schaffe das. Ich tue alles, um meinen Sohn zu retten. Los geht's. Risiko. Sean hat viel davon, wenn ich mich auf dem Highway umbringe. Schon? 5 Meilen über den Highway im Gegenverkehr. Bin ich bereit, das Risiko einzugehen, um meinen Sohn zu retten? Ich muss es tun für Sean. Ich habe keine Wahl. Rum. So, ganz doll aufpassen. Wrong way. Warte, Gott sei Dank. Nein! Auch noch die Bullen. In 1 Meile haben sie ihr Ziel erreicht. Oh, Scheiße! Nein! Nein!
Au. Verdammt. Wach auf, verdammt. Bitte drücken Sie das Display. Ziel erreicht. 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 Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Der Schlüssel ist im GPS. Hoch. Ich muss jetzt kopfverkehrt denken. Der Schlüssel ist im GPS. Ihre Belohnung ist raus. Der Schlüssel ist im GPS. Ihre Belohnung ist hoch. L1, R1, R2 und da ist der Stick. Das ist echt kompliziert, weil jetzt alles auf dem Kopf ist. X. Schütteln. Komm raus. Raus. Und. Überlebt. Buchstaben 5 RET. So, das war eine Wahnsinnsfahrt und was wir mit der Mrs. Page machen, das sehen wir dann im nächsten Video. Bis dahin, danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns bald wieder.